Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen wieder Total War Britannia. So, was ist passiert? Ich habe glaube ich nur ein, zwei Runden weitergemacht, wenn überhaupt zwei. Ich glaube nur eine war es. Unser Freund Gisli, wo war er? Hat eine Ehefrau bekommen. Ah ne, sieht man hier nicht, schade. Ist aber nicht so wichtig eigentlich. Der König von Strathclub mit seinem Gotteskrieger hat Finnbogi angegriffen. Mit der Methors Hammer. ja, der hat natürlich keine Chance, darum konnte ich ihn noch zurückziehen. Und jetzt ist meine Hoffnung, dass wir ihn einkesseln können. Das realisieren wir! Das heißt. Los geht's! Dahin und am besten jetzt da. Treuen Dienst. Angriff. Das wäre cool. Ah, Feuer, Forschung nochmal kurz gucken. Sperrkämpfer. Wir haben jetzt Ostmänner-Sperrbände oder Bande. Machen wir weiter. So, und Angriff. Attacke! Attacke! Ah, er zieht sich zurück. Dienen bis zum Ende! Los, Beeilung! Ach, Käse! Los, Beeilung! Käse! Voll Käse! Verdammt! Haben wir nicht gekriegt? Scheiße! War eine coole Idee, aber. Es mangelt an der Umsetzung. Die Krieger sind bereit! Für den Allvater! Vertraut auf uns! Minus 4, Unzufriedenheit. Minus 2. Oh, das ist ja ein Bauernhof. Hervorragend. Ausbauen. Nö. So. Diplomatisch. Oh, komm. Ihr seid hier. Also raus mit der Sprache. Ich würde ein Friedensabkommen machen. Habt ihr also keine Krieger mehr, die wir... Ach, dann halt nicht. Ich hab's ja nur freundlich versucht. Ja. In Odins Namen. Ich sehe gerade. Mal kurz. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ländereien hat er. 9. 10. Von hier nach da gewandert. Ich frage mich nur, mit welcher Armee. Ja, dann war es das mit der Runde. Schade, schade, schade. Weiter. Was macht der Strattlund? Er rennt und an uns vorbei und nimmt da von uns die Siedlung ein. Ey, ich kotze. Entschuldigung. Mann. Wir schwören treuen Dienst. Vor allem weiß ich gar nicht, ob ich aufbrechen mit beiden das angreifen kann. Wir. Macht sie nieder. Verweist ihre ja. Nachkommen. So. Wir kriegen keine Verstärkung. Scheiße. 1907 Männer gegen 1545. Er hat Hunde, 4 Bogenschützen, hier noch so eine Speerwerfer-Typen. 5 Kavallerieeinheiten. Nachtangriff. Ja, holla. Oh. Das ist ja ein Vorteil für ihn. Scheiße. Nachtangriff. Ja, cool, aber. Vorteil für ihn. Ja, gut. Gefecht manuell. Der König darf uns nicht entkommen. Und der ist auch ein Reiter. Dann waren es, glaube ich, 6 Kavallerieeinheiten, ne? Auch wenn es hier 2 von Plenker sind wahrscheinlich. Also ich sehe noch keinen großen Vorteil bei mir. Ja,
hat 3 Nahkampf, wenn er den General mitnimmt, 4 Nahkampf-Kavallerieeinheiten, 2 Plänker und die Hunde. 4 Bogenschützen. 5 eigentlich mit den Speerwerfern. Also ich sehe noch nicht einen Vorteil. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich noch nicht. Gefecht starten. Ich überlege gerade, was ich mache. Wir nehmen diesmal mit Regen. Nein! Ah, verdammt! Regen, gut. Verklickt, verdammt! So. Ich weiß jetzt schon, ich habe... Ah, er hat einen größeren Vorteil, sagt die KI. So, ich sag einfach mal hier so 3 Speerleute. Meine Idee ist es jetzt, seine Kavallerie irgendwie zu... Oh nein. Speerkämpfer! Okay, ja. Speerkämpfer! Ich muss irgendwie, wenn ich die Kavallerie gestoppt habe, wenn die platt ist, dann sieht's gut aus. Dann könnten wir Spaß haben. Was ist denn eine? Speerkämpfer! Ich bin kurz weg. Haben wir hier irgendwo noch einen Wald? Oh. Ach, ist nicht alles getan. Tarn dich, Junge. Ach, wir können auch diese Reiter hier ins Wäldchen stellen. Und einmal so rum. So, wir haben Speerkämpfer, damit sie uns nicht von hinten angreifen. Natürlich wird die Map ein bisschen größer, glaube ich, ne? So. Was haben wir hier im Angebot? Wo ist die Schlacht? Wo ist die Schlacht, König? Knacken meine Knochen. Speerkämpfer! Befehligt uns! Schlachtbefehl! Du bist interessant. Hirtmänner! Irgendwie kann ich da nicht bis zu diesem Punkt. Das finde ich unschön. Arg. Mann, ich will da eine schöne... Müssen wir das so machen. So. Dasselbe machen wir hier. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert, was ich mir hier denke. Absolut keine Ahnung. So. Versucht, eure Geschossinfanterie gegen... Entweder habe ich mich jetzt hier 5 Minuten und sonst verspielt, hier gerade mit Aufbauen. Er greift an. Hervorragend. Hirtmänner! Nehmt eure Befehle! Unsere Verstärkung ist eingetroffen! Doch Verstärkung? Wunderbar, dann macht ihr hier den Laden dicht. Bogenschützen! Zieht das Tempo an! Bogenschützen! Tempo steigern, Männer! Ah, er greift nicht an. Wäre so cool gewesen. Also ich hätte jetzt wenigstens meine... mit seiner Kavallerie hätte ich wenigstens hier meinen Nachschub getötet. Die Männer brennen auf einen. Okay, schwimmen wir mal vor. Oh, ich hätte das echt cool gefunden, wenn er mich angegriffen hätte. Ich werde trotzdem gleich nochmal versuchen. Ich lasse die Aufstellung so. Ich werde nochmal versuchen. Erstmal können wir kurz gucken, was hast du hier? Speerkämpfer! Wo ist die Schlacht?
Ja, hier ist die Schlacht. So. Axtkämpfer! Zieht das Tempo an! Auch einer ist da noch. Gut. Dann lassen wir den nochmal aufstehen, erstellen. Das sind ziemlich viele, nicht wahr? Jawohl, das sind wirklich ziemlich viele. Nahkampf. Nahkampf. Die machen mir keine Angst. Das sind doch nur Hügelwilde. Kavallerie! Reitet wie der Wind! Rosse antreiben! So, was haben wir? Axtkämpfer! Schick ich dir Tempo steigern, Männer! Blut schmecken! Nennt eure Befehle! Wir willigen ein! Schlachtbefehl! Tempo steigern, Männer! Bogenschützen! Von Odin auserwählt! Zieht das Tempo an! Bogenschützen! Die Männer sind erschöpft! Tempo steigern, Männer! Nochmal kurz vorspulen, bis die Truppen stehen. Ist die KI nicht mal angreifen? Baut man sich mal eine schöne Verteidigung, nutzt mal das Gelände, was da ist. Befördert sie von Odin auserwählten Berge! Information! Information! Jesus, du. Bewegung, Männer! Zur Schlacht bereit! Hopp, hopp, Krieger! Beeilt euch! So. Dann versuchen wir mal die Kavallerie anzulocken. Wäre ja cool, wenn wir die so anlocken könnten, hier in diesen Wald rein. Und in den Wald mit den Nahkämpfern, ja. Töten könnte. Tod von oben! Stürzt euch auf sie! Geschosse abfeuern! Schilde nach oben, Männer! Ich hab's hier nicht gerafft! Was ist das? Warum haut ihr... Was macht ihr da für eine Scheiße, ey? Er wird doch richtig niedergemetzelt. Von Odin auserwählt. Die Männer im Kampf verlässt langsam der Mut und sie fliehen. Ihr müsst versuchen, die feindlichen Streitkräfte zu ja. Mein Schwert, eure Eingeweide. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ihr feigen Hunde, ey. Jetzt ist die Armee in Bewegung. Die Männer wurden besiegt. Aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Speerkämpfer! Wie ihr sagt! Nieder mit dem Feind! Tempo steigern, Männer! Kavallerie! Ruhm und Beute! Lasst sie bezahlen! Beeilt euch! Geschosse abfeuern! Schlachtbefehl! Hier kommen sie! Geschosse! Wir liegen unter Geschoss! Ah, die reiten da seitlich rein. Scheiße! Speerkämpfer! Unsere Männer haben sie versammelt! Nein! Nehmt sie aus! Oh, 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 oh. In der Kammer!
fliehen vor dem Feind! Das ist eine Schande! Nein, die kommen an. Ey, das gibt's nicht. Sind sie wirklich... Voll vernichtet. Bewegung, Männer! Sie greifen uns an! Was machen die? Warum rennen die immer weg? Unsere Krieger fliehen aus der Schlacht! Haben die so große Angst? Fertig! Erledigt sie! Kavallerie! Dreht euch um! Schnell! Also gut! Zerquetscht sie! Axtkämpfer! Nennt eure Befehle! Speerkämpfer! Zieht das Tempo an! Bogenschützen! Wir können sie besiegen! Geschosse abfeuern! Bogenschützen! Wir stehen unter Beschuss! Salve abfeuern! Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht! Zieht das Tempo an! Standhalten! Fertig! Sie sind hinter uns! Attacke! Auf sie mit Gebrüll! Ausschau vorbei! Bogenschützen! Von Odin auserwählt! Greifen sie doch an, aber irgendwie passt mir das auch nicht. Ey, die Bogenschützen brauchen wir. Das funktioniert unsere Falle nicht. So, ich versuche jetzt, die zu flankieren. Wenn das so klappt, wie ich denke. Was ich natürlich nicht glaube. Jungs. Nennt eure Befehle. Bewegung. Von Odin aus erwähnt. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, aber schon nicht so toll, wie ich mir dachte, du. Das waren die Bogenschützen. Verdammte Kuhkacke. Sind sie noch Kavallerieeinheiten? Los, die Bogenschützen müssen sterben. Und ihr? Wieder mit dem Feind. Seht ihr? Sie fliehen vor unserer Macht. Zieht das Tempo an. So.
Los, flieht Kavallerie. Unsere Männer fliehen vor dem Feind. Das ist eine Schande. Ja, es ist... Also diese Kavallerie ist echt der größte Morgs ever. Es ist... Nehmt eure Befehle. Sie greifen nach Befehl. Oh, jetzt bauen wir hier den Kessel des Todes. Bogenschützen. Jetzt alle auf den König da. Ja, der Kreis schließt sich. Jetzt wird gemetzelt. Haha! Hier, macht den Sack zu! Wo ist die Schlacht? Zählt das Tempo an! Nehmt sie aus! Sie sollen verrecken! Verschlagt sie! Bogenschützen! Ja, das war gerade ein Spaß, Mann. Heute Nacht feiern wir! Noch so viel killen wie möglich. Alter König entkommt. Heute Nacht feiern wir. Macht sie nieder. 7. Das war ganz knapp. Es ist ein Himmelfall. Ach, die werden da schön. Schön fertig gemacht. Ah. Also die Grundidee. Also es ist nicht so gut gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Dank wieder der Kavallerie. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich noch weiter aufs, da erforschen soll. Also, die Typen haben sofort Angst. Die Bogenschützen auch. Sobald da eine feindliche Übermacht kommt, ah, wir laufen. Obwohl total Banane. Die Infanterie ist davor. Die Bogenschützen sind dahinter und die laufen. Ah, das ist irgendwie eine Scheißmechanik. Ich finde, wenn die Bogenschützen vorne sind, vor der Infanterie gar keinen Schutz haben, dann ist es okay, wenn sie laufen. Aber so finde ich es echt blöd. Wir kommen euch holen. Ja, das wird nicht klappen. Naja, ist egal. Die sind alle platter. Speerkämpfer! Ah, der ist entkommen. Die werden noch verfolgt. Ruhm und Beute. Ein glorreicher Sieg. Ich weiß nicht, die sind einfach zu ängstlich, die Kundschafter. Vielleicht, ob es an der Fraktion liegt oder ob die einfach generell so scheiße sind. Also ich weiß nicht, diese Plänke haben bei Total War, wie gesagt, ich habe eine Gruftkönigin gespielt, ich habe, normalerweise mag ich die Dinger nicht, diese Kundschafter einfach so ein bisschen, ja, berittene Bogenschützen oder so, ich mag sie normalerweise nicht, aber sie waren wunderbar bei Warhammer, die waren wunderbar, die haben auch von sich selber aus immer so einen Abstand zum Feind gehalten, auch wenn es eine feindliche Kavallerie war. Immer einen bestimmten Abstand. Die haben dann geschossen, oh, sehen, Kavallerie bewegt sich zu uns, wir ziehen mal ab. Haben die gemacht? Haben die hingekriegt? Die kriegen es hier, und hier kriegen sie es nicht geschissen. Finde ich, also Kavallerie ist hier echt der letzte Morgs. Ich weiß nicht, wie die Nahkampfkavallerie ist. Die habe ich noch nicht so richtig getestet. Ich habe ja immer so eine einzelne Einheit gehabt. Aber echt, ist Morgs. 600 Verluste haben wir. Ja, ein bisschen... Hätte man besser machen können. Hätte man besser machen können. Aber wir haben keinen doch. Hier, 0, 0. Was werfen die denn? Was werfen die denn? Wir haben Speere geworfen. Er hat ein bisschen gekillt, weil das der letzte war, der überlebt hat. Aber die hier. Nichts. Nichts. Die sind von Angst weggehauen. Abgehauen. Mann, Entschuldigung. Es regt mich auf. Und es regt mich auf, dass ich hier so ein schlechtes Gefecht gemacht habe. Also schlecht war es nicht, aber... Ach, das hätte man besser machen können. Ah, doch, komplett vernichtet. Cool. Ja, besetzen wir. Jawohl.
Tja. Der König von Stratklut ist soeben verstorben. Ja, dann kann er hier... Leid über unsere Feinde! Marschieren! Kann die beiden Ländereien wieder einnehmen. Und dann haben wir... die Frontlinie, die ich haben wollte, fast. Na gut, da ist noch eine Armee. Ich hoffe mal, unser Kollege macht den platt. Ja. Schöne Linie. Der rennt dahin. Er nimmt sich die nächste Hauptstadt. König Eirik und Kithil. Ah, es dauert, bis er hier im Süden ist. Es wird zwar ein, zwei Runden dauern, aber das reicht ja erstmal. So, machen wir mal nächste Runde. Da haben wir noch. Ach, einer kann noch aufsteigen. Finnbogi, ja, Finnbogi, Finnbogi, Finnbogi. Das war ja der hier. Na egal. So, das war der Herbst. Wir hätten noch was bauen können, sehe ich gerade. Jetzt weiß ich gar nicht, wie groß da die obere Armee ist. Bei unserem Kumpel. Nicht, dass der jetzt da runterkommt und uns platt macht. Oder wieder von hinten irgendwie angreift, sage ich mal, und unsere Länder reindeckt. Massakriert sie! Ja, das ist... Massakrieren ist ein hervorragender Plan. So. In Odins Namen! Ja! Ja, allerdings! Gehörte ja mal zu uns. So, wir können die jetzt aufrüsten. Das Nahkampfschaden. Angriffsbonus. Im leichten. Einen besseren Schild. Bisschen mehr Rüstung und ein bisschen mehr Moral. Na gut. Also das finde ich cool, dass man jetzt wirklich, ich habe natürlich, ich glaube vor ein paar Runden oder vor ein, zwei Videos hatte ich mal gemeckert, dass ich halt nicht sehe, welche Einheiten wir da erforschen, weil man hatte nur den Namen. Natürlich könnte man, wenn man jetzt weiß, natürlich sind die vorigen Einheiten, die man eh schon hat, die werden einfach nur upgedatet, sag ich mal, verbessert. Dann finde ich das wieder gar nicht so schlecht. Also generell hat das Spiel, wie gesagt, mit der Update-Funktion ist okay, aber diese Angst, die die Bogenschützen haben und die Kundschafter, das ist echt, und dass halt auch die Siedlungen, ja, nicht bewacht sind, überhaupt nicht bewacht sind. Ich hatte so das Gefühl, die, Creative Assembly will oder hat hier einfach ein bisschen Total War entschlackt. Was natürlich auch fehlt, sind halt immer diese Spione oder Attentäter quasi, diese einzelnen Einheiten, die man nochmal losschicken kann. Ich hoffe aber, als nächstes kommt natürlich ein nächstes, nochmal ein anderes Saga-Spiel. Krieg der drei Königreiche, was hieß das, glaube ich, spielt in China. Und danach kommt, denke ich mal, wieder, also nächstes Jahr, ein anderes Warhammer-Spiel raus. Und dann hoffentlich, ja, 2020 endlich mal wieder Medieval 3. Naja, man darf ja mal hoffen. Verlasst so, euch auf uns. Wir können schon Eidenburg einnehmen. Oh, das geht ja auch gut ins Geld. Zack, zack. Ne, wir können jetzt schon Eidenburg einnehmen. Ich würde aber mich schon mal erstmal hier aufbrechen. Das realisieren wir. Gut, Hammer. Ah, gut, dann bauen wir das aus. Was haben wir hier noch? Steigern wir Glücklichkeit und er hier. Unsere Feinde sollen untergehen. Was geht schneller? Über Land? Wird gar nicht angezeigt, ne? Doch da. Achso, ist der Strich. Ja. Eins, zwei. Ich sehe, das sind drei Runden, vier Runden. Sie sollen verrecken! Massakriert sie!
Ha, kein Geld mehr. Ups. Gut, das war der Winter. Und ich glaube, ich würde dann hier erstmal einen Break machen. Haben ja eine Armee geschlagen. Bisschen wieder was eingenommen. Ja, ich glaube, ich mache einen Break. Mal gucken, was als nächstes kommt. Aber wir werden erstmal weiter Stratkel platt machen. Oh, wartet mal. Wir können eine Expedition starten. Das habe ich noch nie gemacht. Eure Krieger und Seeleute gieren darauf, mit den Langschiffen in die See zu stechen. Die Flotte ist bereit, die Segel zu setzen und auf der Suche nach Handel und Beute die Welt jenseits eurer Küsten zu erkunden. Wenn die Götter euch gewogen sind, finden sie vielleicht sogar neues Land, das ihr besiedeln oder erobern könnt. In welche Richtung wollt ihr eure Schiffe segeln? Ja, ich würde das so wie Vikings machen. Ja, Norden, Osten. Also die Wikinger kommen aus dem Norden. Macht keinen Sinn. Osten. Weiß ich nicht. Dänemark und Co. wollen wir nicht. Südosten, Süden. Warum haben wir jetzt zweimal Süden? Ich sag einfach Süden. Ja. Da haben wir noch mal eine Expedition losgeschickt. Cool. Aber trotzdem würde ich erstmal Break machen. Wo wir aufsteigen. Haben wir ja auch noch. Zack, was haben wir noch? Und du kriegst definitiv einen Priester. So, dann haben wir das. Und dann können wir. Wir schwören treuen Dienst. Ach komm, die Stadt nehmen wir nochmal ein. In Odins Namen. Einburg. Verweist ihre Nachkommen. Dienen bis zum Ende. In Odins Namen. Einverstanden. Ja. Das ist noch nicht möglich. Nein, das wollte ich nicht. Das können wir noch nicht. Gut. Da ist eine Armee von unserem Kollegen, das heißt. Ach, da werden die erobert. Das ist nämlich das, was ich meine, ne? Gehen wir mal auf die Diplomatiekarte. Ja, ich weiß, eigentlich wollte ich die Runde schon wenden. Die haben, glaube ich, als erstes die Stadt eingenommen. So, diese Provinz. So, dann hat unser Kollege wahrscheinlich die zurückerobert und die haben halt die nächste erobert. So, jetzt sehen wir hier die Armee. Und jetzt hat Stratklut hier den Obst. Also, es ist hin und her. Weil halt die Stadthalter oder keine Armee haben, keine eigenen, nichts in der Rückhand, ist das halt hinterherlaufen. Ne? Er läuft jetzt quasi diesen, diese Armee von Stratklut hinterher. Und das wollte ich hier eigentlich vermeiden. Das hat bisher auch gut geklappt. Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben. Jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen da oder ein Abo. Und ja, ich mache jetzt erstmal Schluss und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.